Mein Herr, mein Gott, ich glaube fest, dass du hier zugegen bist, dass du mich siehst, dass du mich hörst. Ich bete dich in tiefer Ehrfurcht an. Ich bitte dich um Verzeihung für meine Sünden und um die Gnade, diese Zeit des Gebets so zu halten, dass sie mir Frucht bringt. Maria, meine unbefleckte Mutter, heiliger Josef, mein Vater und Herr, mein Schutzengel, bittet für mich. Im heutigen Evangelium hören wir Folgendes. In jener Zeit staunten alle Leute über das, was Jesus tat. Er aber sagte zu seinen Jüngern: Merkt euch genau, was ich euch jetzt sage. Der Menschensohn wird den Menschen ausgeliefert werden. Doch die Jünger verstanden den Sinn seiner Worte nicht. Er blieb ihnen verborgen, sodass sie ihn nicht begriffen. Aber sie scheuten sich, Jesus zu fragen, was er damit sagen wollte. Ist es nicht so, dass wir gerade auch in heutigen Zeiten den Sinn des Leidens des Herrn auch nicht mehr begreifen? Das Kreuz als eine Art Unfall betrachten, der durch unglückliche Umstände zustande kam. Das ist so die allgemeine Auffassung. Dass das Kreuz aber auch mit mir zu tun hat, dass der Herr es auch für mich auf sich genommen hat, das ist wirklich schwer zu begreifen und zu akzeptieren. Was wir wahrnehmen, das ist eine Flucht vor dem Kreuz, selbst in der Kirche. Auf der anderen Seite haben wir eine Vielzahl von Aussagen des Herrn, die eigentlich alles klarstellen. Die in diesem Zusammenhang wohl wichtigste ist folgende, die im Markus-Evangelium festgehalten ist. Das sind Worte des Herrn: Der Menschensohn ist nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele zu geben. Das Kreuz, Gottes Kraft und Weisheit, heißt es auch in der Heiligen Schrift. Herr, bitte, lass mich dieses Geheimnis tiefer verstehen. Ein Geheimnis bei Gott ist nicht eine Wirklichkeit, die Gott vor uns geheim halten will, so wie das bei einem menschlichen Geheimnis der Fall ist, das nur für bestimmte Leute zugänglich ist. Nein, bei Gott bedeutet Geheimnis, dass es eine Wirklichkeit ist, die unsere Fassungskraft völlig übersteigt, in die ich aber immer tiefer mit der Gnade Gottes hineingehen kann. Herr, gib mir diese Gnade. Gib mir die Gnade, dein Kreuzesopfer immer tiefer zu erfassen. Hilf mir, die Angst zu verlieren, mich damit zu beschäftigen, und hilf mir auch, dein Wort zu bedenken, das auch für mich gilt. Wer mir nachfolgen will, verleugne sich selbst, nehme sein Kreuz auf sich und so folge er mir nach. Im Leben des Evangeliums hat die Kirche unter der Führung des Heiligen Geistes das Geheimnis des Kreuzes immer wieder mehr zu verstehen gelernt. Auch wenn der Verstand dabei keine, ich würde mal sagen, so gängigen Formeln anwenden kann. Benedikt der 16. hat das einmal treffend ausgedrückt. Er schreibt in seinem Jesusbuch: Das Dunkel, die Unlogik der Sünde und die für unsere Augen übergroße Heiligkeit Gottes treffen sich im Kreuz. Und das übersteigt unsere Logik. Und doch ist in der Botschaft des Neuen Testaments und in seiner Verifizierung im Leben der Heiligen das große Geheimnis ganz Licht geworden. Ich meine, dass wir das selber erfahren. Irgendwie berühren wir das große Geheimnis auch in unserem konkreten Leben. Ist es nicht so, dass wir, wenn wir das Gute wollen, immer wieder auch Hindernisse überwinden müssen, irgendwie eben auch leiden müssen, das Kreuz spüren?
Selbst in materiellen Dingen kann das vorkommen. Nehmen wir an, wir sind bei einer Arbeit und stoßen auf ein Problem. Um sie gut zu machen, um es zu lösen, dieses Problem, müssen wir uns anstrengen, überwinden, manchmal sogar bis zur Erschöpfung. Wenn wir das auf das Ganze der Welt übertragen, dann sehen wir doch Elend, Lüge, Gewalt, Betrug in allen möglichen Formen. Um das alles zu heilen, ist auch Leid, Hingabe und Opfer notwendig. Es geht um die Erlösung vom Bösen, das irgendwie wie ein Virus in unserer Welt präsent ist und die Ursache des Leidens ist. Ja, und sozusagen die Lösung, die Heilung geht nur über das Kreuz. Der Herr fordert uns auf, an seinem Erlösungswerk mitzuarbeiten, indem wir ihm helfen, das Kreuz zu tragen. Da kommt uns gleich Simon von Cyrene in den Sinn. Herr, schenke uns erkennen, dass es Gnade ist, das Kreuz mittragen zu dürfen und zu erfahren, dass wir dabei mit dir selbst auf dem Weg sind. Gib uns, froh zu werden, dass wir im Mitleiden mit dir und den Nöten dieser Welt Diener des Heiles werden, dass wir helfen dürfen im Aufbau einer Welt, die sich dir wieder zuwendet. Du, Herr, hast die Macht, die Schuld der Welt hinwegzunehmen und niemand sonst. Mit dem Glauben, dass es diese Macht gibt, ist die Hoffnung auf die Heilung der Welt in unsere Geschichte eingetreten. Aber es ist eben Hoffnung und noch nicht Vollendung. Eine Hoffnung aber, die uns Mut gibt, uns auf deine Seite herzustellen, auch wenn es manchmal aussichtslos scheint. Und wir wissen, dass im äußeren Gang der Geschichte die Macht der Schuld weiterhin natürlich Gegenwart bleibt. Aber der Stern der Hoffnung ist aufgegangen. Das Licht siegt. Das Leid wird, ohne aufzuhören, Leid zu sein, dennoch besiegt. In der Betrachtung des Kreuzes müssen wir geduldig sein. Wir sind da in der besten Gesellschaft. Wie schwer war es selbst den engsten Vertrauten des Herrn, diesen Erlösungsweg zu akzeptieren und dann langsam zu verstehen. Denken wir an die Emmaus-Jünger. Sie waren aus Jerusalem genau deshalb fortgegangen. Ihre Hoffnung auf Erlösung Israels hatte sich eben nicht erfüllt. Hören wir sie selbst. Unsere hohen Priester und Führer haben ihn, Jesus, zum Tod verurteilen und ans Kreuz schlagen lassen. Wir aber hatten gehofft, dass er der sei, der Israel erlösen werde. Und dazu ist heute schon der dritte Tag, seitdem das alles geschehen ist. Da sagte Jesus zu ihnen, ihr Unverständigen, deren Herz träge ist, um alles zu glauben, was die Propheten gesagt haben, musste nicht der Christus das erleiden und so in seine Herrlichkeit gelangen? Und er legte ihnen dar, ausgehend von Mose und allen Propheten, was in der gesamten Schrift über ihn geschrieben steht. Dann erkannten sie ihn beim Brotbrechen. Sogleich liefen sie nach Jerusalem zurück und erzählten den Aposteln, dass sie den Herrn gesehen hatten. So können wir bitten, Herr, hilf mir, die Größe deiner Liebe zu uns zu erkennen. Die Größe deiner Liebe, die im Zeichen des Kreuzes festgehalten ist. Du hast an unserem Leben, an unserem Elend teilhaben wollen. Du hast ja dieses Elend, das die Sünde immer wieder hervorruft, tragen wollen mit uns. Und weil du das alles miterlebt hast, bist du uns in der Stunde der Not nahe. Ja, ich kann sogar sagen, du bist mir umso näher, je mehr mich das Kreuz trifft, je mehr ich das Kreuz berühren darf. Noch einen Gedanken möchte ich kurz andeuten, damit du ihn vielleicht weiter denkst. Alles, was der Herr für uns getan hat, das ist in seiner Ewigkeit. Und damit berührt es auch unsere Zeit, auch deine und meine Zeit.
Und wenn wir das Kreuz jetzt heute annehmen, es also mittragen im Herrn, dann hat der Herr dieses bei seinem Kreuzesleiden gespürt. Maria ist ihrem Sohn auf dem Kreuzweg begegnet und hat dann mit dem jungen Johannes und allen anderen und anderen Frauen beim Kreuz ausgeharrt und ihm Trost und liebende Nähe geschenkt. Bitten wir sie, unsere Mutter, dass sie uns den Mut und die Kraft gibt, dem Kreuz im Alltag so zu begegnen, dass der Herr und wir es zusammentragen. Ich danke dir, mein Gott, für die guten Vorsätze, Regungen und Eingebungen, die du mir in dieser Betrachtung geschenkt hast. Ich bitte dich um deine Hilfe, sie zu verwirklichen. Maria, meine unbefleckte Mutter, heiliger Josef, mein Vater und Herr, mein Schutzengel, bittet für mich.